Hallo. Hi. Willkommen zu Zwergis Video. Tja, ihr seid hier nicht auf Mautados Kanal. Nein, ich bin ein Weihnachtsgeschenk von Zwergenfürst. Ja. Und damit, ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eglardim zu einem neuen Video vom Zwergenfürst. Frohe Weihnachten. Ja. Kleiner Wermutstropfen hier. Heute kein wie angekündigter Minecraft Chimney Part, sondern nur dieses Video hier auf diesem ja, Regal hier, so ein kleiner Vlog hier mit dem Steckchenkissen in der Anmoderation hier in meiner Hand. Hat man ja gar nicht gedacht. Ja. Hier mal das Schneckchenkissen beiseite legen. Heute, ja, werde ich, ihr seht schon hier mal ein bisschen Lego. Ich habe Lego geschenkt bekommen. Ja, und werde hier mal ein bisschen was ja, wie ist das richtige Wort dafür? Unkompliziertes. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das Unkompliziertes machen, was nicht so viel im Schnitt braucht. Etwas Leichtes, was ich morgen einfach nur hinklatschen. Naja, hinklatschen tue ich es nicht. Das ist der falsche Ausdruck. Ja, hinklatschen wäre ein bisschen blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Was ich halt nicht so sehr viel schneiden muss, wo ich nur ein, zwei Schnitte setzen muss. Damit ich am Weihnachtstag selbst nicht so viel am Laptop sitzen muss und da rumschnippeln muss und bearbeiten muss und pipapo, nachdem ich heute den ganzen Tag an einem Video saß und das wieder mal viel zu spät online kam, weil das Schnittprogramm wieder mal Ärger gemacht hat, habe ich mir gedacht, heute mal was ganz kurz, ganz knappes, ganz, na, kurz wird es vielleicht nicht unbedingt, aber etwas, ja, nicht so aufwendiges. Hier haben wir es. Kann man doch hoffentlich sehr gut sehen. Brickheads. Ja, ich liebe diese Spielerei, diese Lego-Sache. Da haben wir schon drei draufstehen. Vier. Ja, heute mal weihnachtlich. Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau. Jetzt muss ich mal ein bisschen schweigen, weil das Klappern des Legos ist ein bisschen laut. Hier haben wir schon eine Kiste ausgeräumt. Anleitung. Ist leer, glaube ich. So. Oh, da habe ich ein paar Lego-Steine runtergeworfen, sind aber nur Ersatzteile. Ja, jetzt muss ich ja vorsichtig sein, nicht, dass schon wieder was verloren geht. So. Hier ist die Anleitung für den Weihnachtsmann. Ja, und das Set enthält dann auch eine Anleitung für die Weihnachtsfrau. Ja, whatever. Soll man machen, kann man machen. Ist ja die Anleitung für den Weihnachtsmann lieber weg. Den haben wir da schon aufgebaut. Sieht man hier, kann ich mal ein bisschen weiter in den Hintergrund stellen, damit er nicht im Wege ist. Ja, ist eine Erfindung der neueren Jahre. Ich weiß nicht, wann das gekommen ist, aber ja, ich habe es nicht mitgekriegt. Also ist an mir komplett vorbeigegangen. Also ja, egal, bauen wir es mal. Hat auch seine Berechtigung, ist in Ordnung, akzeptiert. So, die erste Schachtel geöffnet hier, Tüte, zweite Tüte, ja, werde ich mal hier ein bisschen aus der
Tüte rausnehmen, nicht dass wir wieder alles ausbreiten und dann verlieren. Heute mal ein bisschen Netzbild. Ich muss ein bisschen leiser sein, weil da ist die Wand ins nächste Zimmer. Ich bin wieder hier in meinem Kinderzimmer. Ja, verständlich zur Weihnachtszeit. Und bei den Eltern. Die Anleitung immer mal zeigen. So sieht's aus. Kann man sehen. Da. Ich muss vielleicht jetzt nicht jeden Schritt eindeutig zeigen. Kann ich auch mal ein bisschen hier basteln und dann schaut mal zu von eurer Perspektive aus. Und ja, vielleicht erzähle ich ein bisschen was. Ja. Und dann machen wir das ganz unkompliziert. Zum Weihnachtstag mal was Schönes. Ja. Um mal mit dem Gerede anzufangen, mit dem Gelabere. Ich zeige euch meine Geschenke auch nicht. Das Thema ist vorhin in meiner Familie aufgekommen. Kann ich erzählen, ist jetzt kein allzu privates Thema. Das Thema ist vorhin aufgekommen, als ich einen Post auf Instagram gesetzt habe von meinen Weihnachtsgeschenken. Oh, noch eine Tüte. Sehr schön, dass nicht das drin, was wir brauchen. Sehr wahrscheinlich sogar. Aufreißen. Das Thema ist, ich gebe ja nicht an mit meinen Geschenken, also will es zumindest nicht. Will zumindest nicht angeben mit den Geschenken, wenn ich sowas poste. Ich will euch mal, also so wie mein ganzer Kanal jetzt hier irgendwie im Wesentlichen doch darauf beruht, also wie ist ja halt so, also so sehe ich es zumindest, so ist meine Perspektive. Das klingt halt jetzt ein bisschen laut. Meine Sicht der Sache. Ich will halt was teilen mit euch und euch zeigen, ja, euch daran teilhaben lassen und nicht damit angeben und halt euch irgendwie ja auch nichts vormachen und sagen, ich hab was und was ihr nicht habt, sondern halt irgendwie zeigen, ja, halt etwas nicht nur für mich behalten, sondern auch irgendwie weitergeben, halt gemäß dem Motto, gemeinsame Freude ist doppelte Freude, halt so, wenn man halt, wenn ich es halt an euch weitergebe und wenn wir das gemeinsam sehen, so auch die Let's Plays, finde ich halt den Reiz daran, kann Let's Plays sehr gut vergleichen, dass ich das Spiel halt nicht alleine spiele, in meiner dunklen Kammer und da halt das ganz schnell durchwasche und ganz schnell fertig habe, sondern ja, dass ihr halt auch mit mir gemeinsam daran teilnehmen könnt und ach, hier sind auch noch einer Teile der Kiste, oder? Ich irre mich da. Ach, hab verloren. Hier ist es. Vielleicht sieht man jetzt hier ein bisschen meine Hackfresser im Bild. Ist nicht ganz so schlimm, aber ja. Wie gesagt, ich will da niemandem irgendwie was vorspielen. Also bitte sagt es mir auch, wenn es so rüberkommt, wenn ich halt irgendwie mal angeberisch sein sollte. Also ich bemühe mich immer, es nicht zu sein. Aber wenn ich mal das sein sollte, sagt Bescheid, ist nicht meine Intention der Sache. Dann, ja, wenn das so rüberkommt, möchte ich das ändern. Ja, ich möchte nicht egoistisch rüberkommen. Dann tut mir das sehr leid. Wie auch immer, Heiligabend war und ich habe mal wieder ordentlich Geschenke bekommen, wurde und nicht beschenkt. Und gegen meine Erwartungen, habt ihr auch mal wieder Lego gewünscht. Also ich bin ein großer Lego-Fan. Also es ist hier, ihr seht es, also ich hab lange nicht mehr mit Lego gespielt, gerade hier die Brickheads, das finde ich eine großartige Geschichte hier. Also ist auch so ein bisschen was, ja. Also
Ich finde, für Lego wird man nie zu klein, zu groß. Also für Lego ist man nie zu groß. Das kann man auch als Erwachsener spielen. Also das ist, ja, was heißt Erwachsener? Das könnte man jetzt genauso drüber diskutieren, könnte man jetzt hier die Diskussion eröffnen, wie erwachsen sein ist. Also ich finde, wer aufhört zu spielen, der hat sein Leben. Der hat sein Leben verwirkt. Also verwirkt nicht in dem Sinne, aber ja, der hat irgendwie, ja, der hat's verloren. Aufhört zu spielen. Der hat verkackt. Ja, Game over. Es ist vorbei. Ist traurig. Also wenn man. Ich bin nie erwachsen geworden. Das ist. Nee. Ich bin mit meinem 18. Lebensjahr nicht deutlich reifer geworden oder sowas. Ist tatsächlich, also ich bin volljährig geworden, also rein rechtlich und gesetzlich volljährig geworden, aber im Herzen werde ich ewig jung bleiben. Das ist nicht unbedingt was Negatives, das mögen viele vielleicht so auslegen und so meinen, aber ich finde das doch eine positive Eigenschaft. Dann muss ich hier mal ein bisschen wühlen. Ja, so ein kleiner Talk heute mal, auch mal zu sagen, wie es hier mal wieder ja, off-topic zu reden, also off-topic, also aus dem Thema aus, ja, off-topic gibt es ja hier jetzt gar nicht, das ist, ja, ist ja hier, ist ein ganzes Off-Topic-Ding hier. Gibt ja kein Hauptthema, kein Haupttopic, was man hier so nehmen könnte. Off-Topic passiert in Let's Plays, wo man halt irgendwie mal bei einem Spiel ist, bei einem Thema. Hier jetzt nicht so. Zweimal auf beiden Seiten. Na, am Ende wird es ja ein bisschen knifflig und dann die letzten Teile suche. Da muss man ein bisschen mich weiter vorbeugen, aber jetzt wird es noch gehen. So. Da würde mich auch mal an dieser Stelle interessieren. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Könnt ihr mal gerne machen, wie war denn euer Weihnachtsfest so? Also ja, Heiligabend, also an Weihnachten selbst, also am 25. wird jetzt noch nicht so viel los gewesen sein. Da, ja, wenn das jetzt hier ordnungsgemäß um 14 Uhr online kommt, ja, habt ihr vielleicht schon einen halben Tag hinter euch. Da erzählt mir auch, wie der war. Also ja, vor allem der Heiligabend. Interessiert mich, war die Bescherung. Was habt ihr so bekommen? Was habt ihr euch gewünscht? Sind eure Wünsche in Erfüllung gegangen? Hattet ihr einen tollen Abend? Ja, ich sag das, weil ich mich wirklich dafür interessiere. Also, das ist, wer mich kennt, der weiß das. Also, es ist nicht gelogen. Ich bin da auch authentisch. In dem Sinne, dass ich da auch wirklich meine, was ich sage. Und ich sage, es juckt mich. Erzählt mir davon. Dann juckt es mich. Ja, zweimal müssen wir hin. Machen wir einen Kreis. Eine Kugel unten. Wird hier ein Kleid, ein langes Kleid. Ja, ich werde mich jetzt hüten, irgendwelche Statements und Meinungen zu der Weihnachtsfrau, Weihnachtsmann und so weiter zu geben. Das ist jetzt hier so, jetzt hier keine Meinungsmache, kein Meinungsvideo werden. Könnte ich machen. Wäre nicht, wäre für mich auch nicht allzu außergewöhnlich, wäre ich auch, wenn
Wäre ich auch dabei, könnte man. Ja, wäre jetzt auch nicht allzu schlimm, aber ich habe heute keinen Bock drauf. Es ist Weihnachten. Lass uns jetzt nicht in irgendwelche Diskussion verfallen. Das ist jetzt hier, ja, nur mal ein ganz friedliches, ganz gechilltes Video hier machen und nicht irgendwelche Diskussionen anfachen. Diskussion anfachen, wollte ich sagen. Ja, Teilchen suchen. Das da. So. Ach, die kleinen Teilchen, die sind immer am lustigsten zu finden. Und am leichtesten zu verlieren. Muss auch vorsichtig sein. Den blauen Kämpfer, den habe ich bis heute nicht wieder gefunden. Falls sich jemand von euch dran erinnert, falls jemand das Video mal gesehen hat, war glaube ich sogar das letzte Bild hier auf diesem Regal. Da habe ich halt dieses Brettspiel-Lego aufgebaut, wo ich dann die Kisten hier ausgeschüttelt habe, also bevor hier das Zeug alles schon stand. Dann habe ich das hier aufgebaut und dann ist mir tatsächlich einer der kleinen Lego-Spielfiguren hinters Regal gerutscht. Hat man dann später in der Zeitlupe sehr gut gesehen. Ja. Da steht jetzt genug hinter, dass es nicht passiert. So muss das drauf. Und ja, der ist bis heute verschollen. Also ich habe danach das Regal mal verschoben, hab da mehrmals auch hintergeguckt. Der ist bis heute verschwunden. Wenn ich irgendwann mal hier das Regal in 10, 20, 30 Jahren mal wegräumen und da mal ein bisschen hier mal ausgemistet wird und ich den mal finde, ja, erinnere ich mich vielleicht an die Zeit, in der ich den verlegt habe, wenn ich da runtergeworfen habe, den Armen. Ach ja, und wieder geht ein Jahr zu Ende. Ich werde morgen kommt übrigens das versprochene, wie heißt es, Minecraft Chimney Video. Das kann ich natürlich nicht auslassen, das kommt natürlich auch noch an Weihnachten. Das ist der letzte Part davon, das werde ich irgendwie machen, das werde ich dann irgendwie morgen Abend irgendwie irgendwann mal an Weihnachten mal, ja, irgendwie abends vielleicht habe ich mal ein bisschen Zeit. Krieg's schon hin und dann werde ich schon irgendwie schneiden, hoffe ich, dass das Schnittprogramm dann nicht wieder verrückt spielt und dann, ja, kriegt das serviert am 26. Da werde ich dann auch einen kleinen Jahresvorausblick machen, soweit es mir möglich ist. Das sind ja alles nur Spekulationen, wie man jedes Mal in Entwarf-News sieht. Es ist, ja, man kann noch so viel darum sagen, rumplanen und rumphilosophieren. Letztendlich kommt es dann doch anders als gedacht. So, diese Blümchen brauchen wir hier. Ich habe einen Rotzipfel dran. Mal wieder das Klischee der Großmutter erfüllen hier. Die Weihnachtsgroßmutter. Ja. Bei mir kam ab immer das Christkind. Ja, da können wir mal. Da wollten wir jetzt eigentlich nicht drüber diskutieren. Ja, kann ja feiern, wie er will. Kann ja halten. Was er will, feiern oder nicht feiern. Wie der liebe Gronkh das mal so schön gesagt hat. Das Bruno der Sumo-Fest. Das fand ich ja noch am besten.
Ich will nicht sagen, ich werde es euch mal hier verlinken, weil ich vergesse es dann doch wieder. Aber ja. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal. Gonk ist nicht allzu schwer zu finden auf dieser Plattform. Könnte man, ja. YouTube-Suche, könnte man mal auf die Idee kommen, da mal nachzugucken. Den Namen Gronkh einzugeben, findet sich bestimmt was. Also gibt es bestimmt einen Treffer oder zwei zum Gronkh und dann mal das Bruno der Sumo oder so. Kann man. Ist bestimmt unter Umständen irgendwie findbar. Ja. Ich hatte heute ein bisschen stressigen Tag, also Vormittag war so ein bisschen dadurch gezeichnet, dass ich halt auch das Video ein bisschen, ja, Minecraft Chimney Part 7, wenn ich mich nicht irre, das sollte heute online kommen, das hatte ich gestern Abend noch am 23., also vorgestern, wenn ihr das Video seht, heute, ich nehme das jetzt am 24. auf, also Zeitproblematik. Ja, also am 23. am Abend habe ich das Video aufgenommen und wollte es am 24. dann nochmal schneiden, damit es pünktlich, pünktlich um 14 Uhr, jetzt habe ich mich selbst schon verhaspelt, pünktlich um 14 Uhr am 24. Dezember online kommen kann, am Heiligabend. Videoprogramm hat geschnipst, jetzt habe ich mich so verhaspelt, dass ich so ein bisschen in der Stimme verwurstelt bin. Ja, ist schon spät. Ich sollte hier auch mal langsam demnächst mal den Ganzen ein Ende setzen. Da wird morgen wieder ein spannender Tag. Ein großartiger vor allem. Sollte man nicht allzu müde hineinstarten in den Tag. Ja, war es halt bis in den Abend ein bisschen stressig. Jetzt habe ich halt, hab ich wahrscheinlich auch schon, ich glaube, ich habe es in den Intro-Text so reingeschrieben. Ein bisschen, ja, habe ich seit um 10 dran gesessen und das Video kam dann 17 Uhr online, habe ich den Tag dafür ein bisschen vergeudet. Aber gut, der Abend war umso besser. War jetzt angenehm mit der Family. Ja, ich werde auch nicht zu viel erzählen und zu viele, also Bilder davon wird es auch auf jeden Fall nicht geben. Also Familienfeiern bleiben ja hoffentlich privat, wer sie sind. Und ja. Ich teile gerne meine Videos mit euch, was ich so alles. Ja, ich erzähle auch einiges gerne, was man erzählen kann, was erzählbar ist. Und ja, ihr habt auch eine Familie, hoffentlich, mit der ihr das Weihnachtsfest verbringt. Und ja, ihr habt genug zu tun mit eurer Familie. Und dann muss ich nicht meine Familie auf YouTube und vor die Kamera zerren. Das ist. Haben schon einige gemacht. Habe ich auch selbst schon, ja, zugegeben. Meine Schwester war mal in einem Video mit dabei. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich vermeide dann nach Möglichkeit. Da hinten am anderen Ende des Raumes vibriert mein Handy, mein Telefon. Das Telefon vibriert so laut auf einer Unterlage, dass man es bis hier rüber hört. Naja, so groß ist der Raum hier nicht.
Ah, gut. Ich hoffe, ihr hattet ganz fürstliche Weihnachten. Ganz fürstliche Weihnachten bisher. Einen schönen Heiligabend, einen heiligen Abend. Und ja, eine besinnliche Zeit, wie man so schön sagt. Was man da alles halt noch dazu sagt. Besinnlich, gesegnet. Ja, frohe. Denke ich noch was aus. Da kann man ganz viele ja, Wörter noch dazu dichten. Da kann man auch sagen, ja. Ganz fürstliche Weihnachten, das trifft es dich am besten. Ja. Schmackotastische Feiertage. Na dann. Ich werde, glaube ich, mal ein bisschen timelapsen, damit ihr hier nicht ein allzu langes Video habt. Ja. Das soll dann wohl das Gehirn sein oder was? Es ist irgendwie in jeder Figur mit drin. Irgendwie, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Es ist letztendlich nicht zu sehen, weil da der Kopf drum gebaut wird, aber ja, whatever. Ihr werdet es gleich sehen. Kommt noch was drüber. Da ist halt, ja, falls man jemand Bock haben sollte, reinzugucken oder sowas, das rosane, das Gehirn oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist, ja, soll wohl lustig sein.
Ja, das Schönste an Lego finde ich auch, also jetzt ohne irgendwie Werbung machen zu wollen. Und das Schönste finde ich auch immer daran, die Magie, wenn das Ganze entsteht. Also das ist einfach irgendwie, ja, das ist eine spezielle Magie, etwas aufzubauen. Ist dasselbe wie in Minecraft. Es ist die Magie, etwas aus einem Haufen Klötze oder beziehungsweise Bausteinchen und kleinen Lego-Dinger zu erstellen. Ja, ist so ein bisschen, ja, könnte man fast sagen, so ein bisschen der Götterkomplex in mir, so ein bisschen das Erschaffen aus dem Nichts. Ja. Ist so eine, ist auch so eine Seite an mir, so ein bisschen, ja, gebe ich auch gerne zu, so ein bisschen, habe ich so ein bisschen einen Gottkomplex in dem Sinne, dass ich halt so ein bisschen, hoppla, da fällt die Anleitung vor Schreck um, dass ich so ein bisschen immer was erschaffen muss, was ich halt irgendwie, dass ich halt immer was tun muss, also ich hatte immer große Schwierigkeiten mit Sachen, wo nichts rauskommt. Also ich muss halt immer was machen, wo ich dann halt ein Ergebnis rausziehe, wo ich halt dann auch, ich glaube, das geht jedem irgendwie in gewisser Weise so. Dass ich halt irgendwie auch, ja, etwas Kreatives machen muss, weil es halt auch irgendwie und dann schreibe ich auch gerne ein paar Geschichten, also dass man halt so ein bisschen was erschafft, also so ein bisschen aus dem Nichts hervorruft, was vorher noch nicht da war. Wenn es auch nur Wenigkeiten, Kleinigkeiten sind, die ja recht unbedeutungslos sind. Videos zum Beispiel, in Sachen Videos erstellen. Ist das genauso, da muss halt, ja, find's, also ist ganz unerträglich meistens, wenn man dann, wenn halt nichts dann rauskommt, wenn halt zum Beispiel eine Stunde lang gefilmt hat und ja, das Ganze dann wegwerfen muss, weil nichts Vernünftiges draus geworden ist, kommt vor, ist auch mir schon ab und an passiert selten, krieg's dann doch irgendwie verwertet. Aber ja, das ist auch nicht unbedingt eine Schwäche, kann zwar auch eine Schwäche irgendwie, kann ja auch irgendwie eine schlechte Eigenschaft sein, aber ja, ist so, ja, ist glaube ich recht gewöhnlich, würde ich zumindest vermuten, also ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber
glaube ich, eine einigermaßen normale Eigenschaft, oder irre ich mich da komplett? Zumindest halt, ja, kreativ und so ein bisschen was machen zu wollen. Ich kenne wenige, die so sagen, ja, ich habe Spaß jetzt, ganz viel unsinniges Zeug zu machen und nichts passiert dadurch. Also ich mache jetzt stupide Fließbandarbeit, wobei das ja auch irgendwie in gewisser Weise eine erschaffende Sache ist. Aber versteht, was ich meine. So ein bisschen, ja, minimal. Also Fließbandarbeit ist sehr minimal kreativ. Also das ist fast gar nicht kreativ im Sinne von kreieren, also so kreieren, so definiere ich jetzt mal den Begriff, so ein bisschen das, ja, Erschaffende, das Kreierende, das steckt ja drin in dem Wort Kreativität, das, wie ich es zumindest verstehe. Und ja, heißt nicht, dass stupide Arbeiten nicht auch kreativ sein können. Es gibt auch viele Sachen, die sind halt so ein bisschen, ja, sind halt manchmal so ein bisschen stupider oder ein bisschen einfacher und schlichter. Es kommt trotzdem immer am Ende was raus. Und solange da am Ende ein Ergebnis entsteht und da was da ist, was vorher nicht war, und hat es für mich eine zufriedenstellende Sache. Also, zum Beispiel, ja, Arbeit ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, was man dafür nehmen kann. Aber ja, auf Arbeit vielleicht mal ein Dokument darstellen oder Sachen, ja, machen, irgendwie zum Beispiel ein Dokument, zum Beispiel, wenn man das halt irgendwie was vornimmt, Büroarbeit irgendwie, das am Ende doch, ja, vielleicht nicht so ganz, also nicht so Hochleistungskreativität, also nicht großartiges Kreatives entstanden, aber ja, wenn es nur ein Dokument ist, was irgendwie weiter benutzt wird oder so weiter oder so ähnlich, ja, ich kann mich auch nicht ausdrücken, versteht er, was ich meine, versteht er ansatzweise, wie ich das ausdrücken will. Ja, Lego, also kleine Empfehlung jetzt auch hier an der Stelle, ohne irgendwie Werbesache zu machen, ich habe das mir auch hier geschenkt bekommen. Ja, das klingt jetzt falsch. Also, ja, die Sponsoren waren hier meine Eltern. Also, ist hier nicht. Ja, ist hier keine Werbung für meine Eltern. Ja, WTF. What the fuck? Worüber man so nachdenken muss, was man halt. Ja, bei mir sowieso nicht. Ibims. Nicht mal 200 Abonnenten, großer YouTuber. Vergesst das Thema Werbung. Sein für meinen eigenen Scheiß irgendwie. Für mein Merchandise oder sowas. Aber muss ich da Werbung? Ich verdiene keinen Cent damit, kein Penny. Das kauft doch kein Schwein. Ist doch jetzt nicht, also wenn ich jetzt irgendwo mit Geld verdienen würde, wenn ich irgendwo jetzt einen großen Deal hätte oder sowas, klar, dann würde ich das kennzeichnen, aber ja, mei. Klärt sich, glaube ich, von selbst, dass ich jetzt noch nicht so die großartigen Sponsorenverträge und Placements oder Unterstützungen habe,
Mit ein bisschen Logik. Ja. Und dann sind wir hier gleich fertig, wie es ausschaut. Hier, wo ist denn hier noch ein Teil? Hier brauche ich noch so ein Teil. Ja, eine kleine Empfehlung wollte ich aussprechen, wenn ich hier vom Thema bekomme. Für den nächsten Anlass. Geburtstag, kommt mal wieder. Und das nächste Weihnachten ist noch ein bisschen hin, aber ja. Lego ist immer, also Lego. Ich als großer Fan spreche es einfach aus als Liebeserklärung. Es ist einfach, ja. Ich mag das einfach. Also ich bin damit in gewisser Weise groß geworden. Mit Lego und ja. Schon, also wenn nicht mit Lego, dann irgendwie mit Neko Duplo, so ist ja auch Lego, aber ist ja dieselbe Firma, dieselbe Marke. Und ja, vielleicht vorher mit Holzbauklötzchen oder sowas, was weiß ich, da ist halt irgendwie, ja. An alle Eltern, also Lego. Großartiges Geschenk. Also ist nicht für jeden Erwachsenen, also ich meine, einige mögen es auch nicht, also aber für das Kind kann man nur empfehlen. Also ich meine, jung gebliebene Erwachsene. Den kann man das auch schenken, mal so ein kleines Lego-Set, so ein Brickheads, ist auch was Vernünftiges. Also jetzt so ein bisschen so Lego City jetzt vielleicht nicht unbedingt, wird halt so ein bisschen, ja, das kommt man sich dann auch irgendwie, ja, teilweise ein bisschen albern vor, obwohl ich auch dagegen nichts gegen einzuwenden hätte. Und Lego City Projekte wäre ich dabei. Warum nicht? Aber so ein Brickheads, so ein Figürchen hier so. Brickheads Go Brick Me habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Der ist ganz gut geworden. Mich selbst mal gebaut. Wieso nicht? Ja. Werbung gibt es bei mir nicht viel. Ja. Wenn ich Werbung machen wollte, ja, ist ja alles hier einigermaßen unverfänglich. Da ich hier für nichts sonderlich Geld einsammle, denke ich zumindest, ist in Ordnung. Wenn ich Werbung machen würde, dann würde ich sagen, dass ich jetzt. Da ist mir fast was wieder hintergefallen. Hier ein Blümchen oben drauf. Würde ich sagen, dass ich jetzt die letzten Tage mal wieder ein bisschen an meinem Merchandise-Store gebastelt habe und da mal ein paar neue, coole Designs rausgehauen habe. Man sich mittlerweile wirklich geben kann. Was heißt mittlerweile? Ja, früher war es so ein bisschen die ersten paar Designs, die ich da rausgehauen habe. Naja, gut. Dann sagen wir da nichts dazu. Aber mittlerweile sieht das sieht ordentlich aus. Also Werbung, Hust. Ja, nicht direkt. Ja, jetzt habe ich zu oft Werbung gesagt in diesem Video. Muss ich das jetzt wirklich reinschreiben? Ich meine, es macht keine Mühe, aber es ist nur ein
Text, der da oben reingepackt wird und dann über die ganze Menge läuft, über die ganze Sache läuft hier. Oder irgendwo an einer bestimmten Stelle läuft, aber sieht dann auch hässlich aus. Muss nicht. Ja, da sind wir hier fast zu Ende. Also ich finde es halt auch wundervoll wieder. Also, habe ich schon mal gesagt, aber es begeistert mich immer wieder, wie man gerade bei Brickheads ist. So schön, also mit den, wie man bei der Grund, beim Grundskelett sozusagen da anfängt, wenn man halt so den grauen Klotz so erstmal aufbaut und dann drumherum dann doch irgendwas entsteht. Also es ist wie hier bei dem, also bei meinem selbst erstellten, also dass man halt, also es ist, das ist hier einfach mal eine Liebeserklärung, eine ernst gemeinte Liebeserklärung, eine Legung. Es ist also eine coole Sache. Man könnte an dieser Stelle sagen, es gibt auch andere, aber ich fürchte glatt nein. Es gibt hier was, also ich habe hier unten sogar stehen, es gibt hier das quasi das DDR-Lego, was halt so ein bisschen halt eine Alternative bildet, so was Lego-ähnliches. Das kann man dann aber auch nicht mit Lego-Steinen kombinieren. Das sind halt irgendwie komplett andere Steine, komplett andere Sets. Und also die kann man halt, also man kann so einen Stein nicht auf ein Lego-Set draufsetzen. Ja. Lego ist doch ziemlich herrschend, kann man das so sagen. Und ja, es tut ja nicht weh, also ist ein Monopol, kann man sagen, ist also Lego. Ich kenne jetzt nicht so viele andere, ich kenne jetzt nicht großartig einen anderen Hersteller von solchen Bauklotz-Sets und Bausteinen, der ist irgendwie irgendwie Namen hätte. Bis auf den einen, also den einen hat man mal gehört, also den man mal vielleicht irgendwie mal ein bisschen nachforscht, mal hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen in einem, im Laden mal so ein, unter Umständen dieses DDR Lego, dieses Ersatz. Ja, aber ist eine Sache, ja. Aber Lego ist cool. Ist jetzt kein Produktunterstützung. Ich hoffe, ihr versteht mich da richtig und wisst, was ich meine. Aber ja. Nutella ist auch cool. Versteht ihr, was ich meine? Ist ohne Marke. Klavier. Ihr versteht, was ich meine, was ich jetzt dadurch ausdrücken will. Mit manchen wird man halt groß und manches ist halt, es hätte auch was anderes sein können. Es hätte auch irgendwie eine andere Marke sein können, die da, mit der man groß wird. Es ist halt irgendwie, ja. Letztendlich liebt man ja nur das, was man kennt. Und ja. Wird mir ja keiner übel nehmen, wenn ich sage, dass ich das mag. So, dann hoffe ich, dass das Video jetzt nicht allzu lang geworden ist, dass ich hier nicht übertrieben habe mit. Wenn doch, hoffe ich, dass das euch jetzt nicht zu dolle weh tut. Wurde schon von manchen Leuten angesprochen und angehalten zu kürzen, da mal ein bisschen, also meine Videos seien schon durch sowas runtergefallen. Übel. Und da habe ich es wieder.
Zum Glück war wichtig, das Teil. Ich wurde angehalten, mal so ein bisschen meine Videos kürzer zu gestalten und ein bisschen so ein bisschen zu kürzen und ein bisschen, ja, habe ich schon mal gesagt, wie sagt man, mehr zusammenzufassen, aber ja, gut, das ist halt auch eine meiner Schwächen. Ich schmück gern Sachen aus und das ist wirklich eine Schwäche. Kann man fast so, kann man sich fast drauf festlegen. Ich schmück gern Sachen aus und auch wenn ich anfange zu reden, generell, kann man vergessen. Da höre ich nicht mehr auf. Das ist also, wenn man mich mal reden hört, da ist alle Hoffnung zu Ende. Das ist halt irgendwie, ja, da geht das Video noch über alle Grenzen hinaus. Also, ja. Aber ihr scheint mir ja gerne zuzuhören. Sonst wärt ihr ja jetzt nicht hier und würdet dieses Video gucken. Nisch. Ja. Nicht wahr? Irgendwie ist da was dran. Und wenn ihr bis hier dran geblieben seid, also wenn ihr bis zu diesem, also wenn ihr das hört, was ich gerade sage, dann habt ihr gerade schon ein langes Video angehört, habt ihr mich schon lange reden hören und habt vorher nicht ausgemacht. Also erstmal danke hier an dieser Stelle, dass ihr mir beim Labern zuhört. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen verbaut. Ja, und scheint es ja nicht zu schlimm zu sein. Also ich hoffe, dass bis hierher jemand geguckt hat. Also ich mache es recht selten. Können wir mal wieder. Ups, da fällt wieder was runter. Können wir mal wieder hier am Ende des Videos wieder diese Aktion machen. Habe ich früher gerne gemacht. Sollte ich in Zukunft vielleicht mal öfters machen. Das ist falsch rum hier. Muss so rumgebaut werden. Das Bildchen. Ja, wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, schreibt mal. Was schreibt ihr dann in die Kommentare? Als Wort. Als Codewort, wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Dann mal Weihnachtsmann, Weihnachtsfrau, schreibt mal Weihnachtskind in die Kommentare. Einfach mal Weihnachtskind. Und das auch gerne ans Ende eures langen Kommentars. Abschluss des Kommentars könnt ihr gerne mal als Codewort einfach mal. Weihnachtskind dran sitzen, dann weiß ich, ihr habt das ganze Jahr bis wirklich wieder zu Ende geguckt oder halt, oder bis fast zu Ende. Ich habe es ja jetzt schon gesagt, aber ja, ihr habt mir ziemlich lange zugehört oder ihr habt durchgeskippt. Ja, und dann nicht danke dafür, aber gut. Durchskippen tut man nichts. Das bringt Pech, um Videos durchzuskippen. Das bringt großes Pech fürs nächste Jahr. Und jetzt dieses Video bis zu, wenn ihr durchgeskippt habt und dann das Video, wenn ihr das dann abschreibt, so tut, als wärt ihr
wirklich bis zu Ende und komplett dran geblieben. Lügen haben kurze Beine. Täuschen bringt da nichts. Ihr betrügt euch ja nur selbst damit. Ihr verarscht euch nur selbst. So, da wäre ich langsam ein bisschen ruhig, wenn es zum Ende hingeht. Dann wurde ich mal ein bisschen stiller. Das ist ein Anzeichen dafür, dass alles gesagt ist, was gesagt werden sollte. Dann kommen wir mal schnell zu Potter. Noch mal das seltsame Dings aufbauen, zusammenkleben. Das was wieder runtergefallen hier. Zusammenkleben, bloß nicht zusammenstecken. Hatten wir unsere Lego Movie. Lego zusammenkleben, bah, widerlich. Das soll man ja auch wieder auseinanderbauen und noch mal bauen. Spaß ist ja das Bauen daraus. Beim vierten, fünften Mal kann es ja noch spannend sein. Finde ich zumindest. So, hier mal diesen Kranz. Tschüss, kleines Dingens. Was darunter gefallen ist. Dich finde ich wahrscheinlich nie wieder. Liegt hier wieder eine Menge Lego unter meinem Schrank. Da liegt so einiges drunter. Ja. So viele Lego-Sets schon gebaut. Zack, tada. Jetzt hier noch das Backblech in der Hand. Weihnachtsoma. Beziehungsweise Weihnachtsfrau. Weihnachtskind. Könnte man ja auch noch mit dazu machen. Ja, dann würde ich mal sagen, zack, hier wieder rein. Und die Kiste wieder nach oben. Stopfe ich das mal da rein. Anleitung 1, Anleitung 2. Tüten. Könnte man später noch gebrauchen. So. Dann würde ich sagen, wenn du mich nach oben sollst, echt gefallen haben, dieses kleine Laber-Video mit Let's Build. Ja. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwingfest verpassen wollt. Habt ansonsten noch eine angenehme förstliche Zeit. Gehabt euch wohl eine frohe Weihnacht. Ja, was kann man da noch wünschen? Macht's euch jetzt mal bequem. Lehnt euch zurück. Seid bei eurer Familie. Von einem schönen Tag mit der Familie. Der Family. Und dann, ja, ein frohe Weihnacht und schöne Feiertage und, ja. Ja. Schönen Start ins neue Jahr muss ich noch nicht wünschen, da sehen wir uns noch zwischendurch mal wieder. Sehen uns morgen dann im Weihnachts-Special Minecraft Gemini-Dingens. Ja, bis dahin. Frohes Fest und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Man sieht sich. Adios.